Ja, Stellplatz mit Hindernissen. Die Platten liegen leider immer noch da vorne und hier, weil der Rüttler vom Sascha ist das Gaszug gerissen. Den muss man jetzt bestellen. Soll hoffentlich nächste Woche noch kommen. Also gerüttelt haben wir noch nicht, aber wir haben uns jetzt mal beholfen. Haben jetzt hier ein bisschen mit Erde noch aufgeschüttet, dass eine gerade Fläche entstand. Hab hier eine Verlängerung dran gebastelt, so dass ich daneben stehen kann, weil drauf fahren ist nicht. Ne? Ist ja ganz klar, mache ich den Gulli kaputt. Und haben uns jetzt hier wieder einigermaßen häuslich eingerichtet für die Woche. Das Dumm läuft 2 Wochen. Aber sieht doch ganz gut aus so. Ja, also wir haben es ganz gemütlich wieder. Mir wäre es zwar lieber, wenn die Platten schon liegen würden. Dann könnte ich nämlich mal anfangen, da unten loszulegen. Das sagt, da hinten loszulegen, aber da brauche ich jetzt noch jemanden, der mir hilft, die Bäume hier zu fällen, dass die aus dem Weg sind. Vor allem der da, vor dem habe ich echt Schiss. Der hängt nämlich so schief Richtung Wohnmobil. Also ich habe die Befürchtungen, dass wenn der voll im Laub steht, dass der dann beim Wind, bei Starkwind umkippt. Andersrum, irgendwie sieht er ziemlich tot aus. Wenn ich so die anderen Bäume angucke, die sprießen alle schon und der irgendwie nicht. Was meinst du, Spatz? Der ist wahrscheinlich tot, der Baum, oder? Der sprießt ja gar nichts. Was? An dem sprießt ja gar nichts. Doch, der hat auch aus. Der schlägt auch aus. Schlägt der aus, ja? Der sieht so, weil da so. Unser Gastankloch mussten wir leider wieder zumachen, will der Platzbesitzer nicht haben. Dafür haben wir den Vorteil, wir dürfen jetzt doch einen Brunnen bohren. Ja, den werden wir wahrscheinlich direkt hier neben dem Klohaus bohren, weil das Klohaus kommt ja dann eh irgendwann weg. Und dann kommt ein größeres hin und dann ist der Brunnen automatisch mit im Klohaus drin. Das heißt, winterfest. Da kommt der Kiro. Hallo Kiro. Was macht die Mama? Hm? Du schon gucken? Du die mit Wasser spielen? Hm, mein Kiro, Kiro. Lieber erstmal zum Herrchen, ja? Ja, also, kann man begrüßen. Geil, haben wir gerade geschmust. Eine Zecke entfernt. Beim Speedy auch eine Zecke entfernt. So sieht es jetzt momentan aus, ne? Wir haben hier, die Kabeltrommel steht jetzt hier im Zelt. Von da aus habe ich es verlängert. Waschmaschinenanschluss musste ich natürlich jetzt auch verlängern, weil wir ja ein Stück weiter in die Richtung stehen. Ja. Also wenn mir nachher richtig stehen kommt, über das Rohr ist ja dann auch fast ebenerdig, kommt auch ein kleiner Trichter drauf. Hoppala, jetzt rede ich gegen den Ast. Aua, das tut jetzt weh. Dann heißt das, wir stehen ja im Prinzip nachher das Stück weiter drüben. Das ist ja das, der Gulli direkt unterm Auto. Und da oben mache ich mir aus einem ganz einfachen HT-Adapterrohr, was ich dann umdrehe. Ich zeige es euch mal drin. Ja. Da kommt einfach ein Stück Rohr rein, Rohr auf Rohr, dann kommt es oben drauf und dann habe ich einen Trichter, den ich in die Richtung drehen kann, wie ich es am besten brauche. Ja, dadurch habe ich ja, locker 5 cm Gewinn in jede Richtung. Also wenn es nicht ganz über dem Rohr sitzt, was aber eigentlich, wenn ich es grob ausmesse, müsste es eigentlich ziemlich genau passen. Also wir haben gut bemessen. Das Gras fängt hier auch schon an zu sprießen, was wir da gestreut haben. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die hintere Fläche auch noch komplett fließe, wenn auf jeden Fall hinten hier, weil hier soll ja die Außenküche hin, sozusagen hier so zumachen und dann Windschutz hinmachen und dann kommt die Außenküche dahin. Ja, Windschutz, kein Sichtschutz. Ganz wichtig. Speedy macht wieder Spagat und putzt sich hier. So, und gleich macht die Laila noch eine schöne Vorstellung, weil Laura und René haben uns von ihrem Lieblingsitaliener, von ihrem Bio-Italiener, ein schönes Paket geschickt. Der stellt dann nachher die Laila vor. Da freuen wir uns schon drauf, aufs Auspacken. Steht nämlich schon seit ein paar Tagen. Wir sind bloß nicht dazu gekommen, das zu filmen und haben gesagt, werden wir das auspacken und filmen das.
So, dann wird es nur noch Zeit, dass ich jetzt hier unten schön mache, vollends. Also den Rest hier nochmal mit dem Balkenmäher drüber gehe. Dann da eine schöne Treppe runterbaue und unten eine schöne Fläche hinmache. Und noch den Rest Kleinholz einsammeln, der da unten alles liegt. Ein Stück habe ich schon wieder hochgeholt, aber ich kann gerade nicht wirklich viel machen, weil mein Knie ist immer noch fett und tut noch höllisch weh. Also es war definitiv zu viel, was wir hier die letzten Tage gerissen haben. Ich hätte vielleicht etwas eine Pause einlegen sollen. War ein Fehler. Ja, ich habe schon gesagt, ich muss da mit dem Balkenmäher drüber gehen, dass man das mal richtig... Sie kriegst schon nicht weg. Wenn du die nicht mitsamt der Wurzel rausreißt, kommen die immer wieder. Das ist ja das Problem. Das ist Unkraut. Ja, ja. Guck dir mal den Saufagel da an. Bah. So verteilt er unsere Samen. Guck mal. Da kommt was. Da kommt was an. Guck mal. Oh, jetzt ist aber erschrocken vom Wind. Gibt's gleich eins auf die Rübe, du. Hey. Mach mich nicht so blöd an. Du. Kleiner Giftsack, du. Giftsackchen. Wenn das Bidi mal richtig loslegt, dann bist du platt, Freund. Ja, Kraftmonster. Und da geht's dann wieder um das Auto. Also. Jo, also wie gesagt, jetzt wird es noch Zeit, dass wir die Platten verlegen, dass wir dann endlich rüberfahren können. Die Stromleitung muss ich dann auch noch verlegen hier gescheit. Die kommt dann hoffentlich bald weg, weil wir dann an den Kasten rankommen. Wenn uns hier der Platzbesitzer noch den Zähler dahin macht. Die Zählertafel habe ich schon vorbereitet. So. Dann habt ihr den aktuellen Stand. Hier haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen mit der Hand nachgearbeitet. Perfekt ist es nicht geworden, aber sagen wir mal so, fürs Draufstehen, für Besuch oder so, kann man da gut draufstehen. Da liegt jetzt auch schon Grassamen, wo wir hoffen, dass die jetzt auch bald kommen. Das Problem ist halt noch mit dem Wasser. Ich muss immer da unten mit der Akkupumpe Wasser gießen, da kommt halt nicht viel bei raus. Ich muss mir mal größere Akkus holen, dass ich hier mal regelmäßig gießen kann, dass das Gras schneller kommt. Aber bis unser Besuch kommt, ist das bestimmt schon grün hier. Man kann es ja hier so schon sehen, wenn man mal hier so genauer hinguckt. Da sprießen schon die ersten Sprösslinge. Und das Speedy geht jetzt auf Wanderschaft. So, jetzt habt ihr einen aktuellen Stand. Und mein Spruch kennt ihr ja, schön ist das Leben, man muss es nur schön machen. Wenn man es auf der Baustelle mit dem Teppich und Tische und Segeltuch schön macht. Wir haben auch wieder fleißig gegrillt. Der Grill steht hinter der Leila, hinterm Stuhl. In dem Sinn, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Livestream oder bis zum nächsten Video. Baba!